Hallo und herzlich willkommen zurück zu Hollow Knight. Ich bin Mr. Katafi, euer Let's Play des Kaninchen und wir sind hier im Kolosseum der Narren. Und haben allerdings keine Karte dafür, denn die haben wir unterwegs ein bisschen vergessen, möchte ich sagen. Ich habe keine Ahnung, wo wir sind. Wir sind irgendwo hier. Ich weiß nicht, warum das nicht angezeigt wird. Hä? Wieso wird das nicht angezeigt, wo wir sind? Sind wir so weit außerhalb? Sind wir ernsthaft so weit weg vom Schuss, dass wir es nicht mehr angezeigt bekommen? Aber wir werden dieses Gebiet jetzt verlassen. Wir werden dorthin gehen. Hierhin. Hier gehen wir jetzt hin. Also wir gehen jetzt erstmal in die ewige Ruhestätte. Versuchen dort jetzt möglichst hinzukommen. Und dann gehen wir nach dort und gehen mal ein bisschen der Story nach. Wir sind lang genug einfach nur irgendwie unsinnig und ungezielt herumgestromert. Oh, geht's hier? Warte mal, wo geht's in die andere Richtung, wäre die nächste Frage. Wo geht es hier hin? What? Keine Ahnung. Das sind alles Dinge, die wir uns... Also, Gollum, das hier, was? Dieser Arena und dem Bienennest und alles sowas. Das sind alles Dinge, die wir gar nicht machen müssen. Wir sind, ne, wir haben eigentlich einen ganz anderen Auftrag und diesen werden wir jetzt einfach mal Folge leisten. So. Will ich da überhaupt hin? Will ich runter? Ich habe keine Ahnung, wo ich hin muss. Ich würde sagen, ich muss irgendwie leicht nach links. Leicht bis schwer nach links. Was ist das hier? Wo bin ich? Was ist das? Oh. Der Tod wartet auf uns. Okay. Ein Aufzug. Ach, wir sind wieder in der Stadt. Das ist ja schön. Warte mal, ich muss nach unten. Ich muss nach unten. Abwärts. Abwärts. Geh. Geh, sagte ich. Wir müssen noch weiter nach unten. Wir müssen ganz weit nach unten. Ich glaube jedenfalls, dass wir nach unten müssen. Würde auf jeden Fall jetzt am meisten Sinn machen, wenn wir jetzt nach unten gehen. Wir haben, glaube ich, einiges an Strecke nach oben gebaut. Als wir draußen waren, an der... Ich nenne es jetzt mal Oberfläche? Was, wir sind bei der Station des Königs? Wo bin ich? Warte mal. Warte mal. Station der Königin. Oh. What? Hallo. Nee, da, warte mal. Ach, wohin zeigt jetzt dieses Schild? Zeigt es nach unten? Zeigt es nach oben? Ich würde sagen, es zeigt nach oben eigentlich, oder? Hier, ist halt, hier hätte mal jemand das Wasser ablassen können. Ich würde sagen... Das ist ungut. Wir haben die Station gefunden, aber sie ist leider kaputt. Die ist genauso aufgebaut wie die Station der Königin, wenn du dir das mal anguckst. Aber da geht's hoch. Wo geht's hier hoch? Ach, dahin geht es hoch. Wir müssen trotzdem nach... Ich glaube, wir sind... Da hätte ich nicht geplant. Also, das war nicht meine Vorstellung, dass wir da sind, aber okay.
mir aus. Mach doch. Das ist doch sehr schön, denn weiß ich... Was? Hallo, schönen guten Tag. Eigentlich wollte ich nur mit Ihnen reden. Warum kann ich hier rein? Ah! Oh Gott! Wer bist du denn? Bist du böse? Bist du ein Böser? Hame, Hame, Ha! Herrlich, herrliche Ja! Okay. Bist du jetzt... Du bist immer noch böse! Geh! Du Leuchtkäfer! Was für ein Leuchtkäfer war das denn? Eine prächtige Höhle. Runde Höhle mit leuchtendem Metall überzogen. Hat den Instinkt behalten, Geo anzuhäufen. Schönheit findet man in vielen Dingen, ob in den Reflexionen des Lichts auf dem Wasser, im Geschmack frisch getötetem Fleisch oder im Ruf eines Jungen nach seiner Mutter. Was? Doch ich habe niemals diese Begierde nach Metall und Steinen verstanden. Was? Was? Okay, whatever. I don't care. Wir müssen nach links. Nach links. Nach links. Nach oben? Nach unten? Nach unten. Ja, warte mal, da geht's ins uralte Becken, ne? Wir wollen nicht ins uralte Becken. Wir wollen hier rüber. Wir müssen hier eine Bahnstation finden. Okay, die ist ja ganz schön weit weg. Warte mal, bringt das die Bahnstation überhaupt weiter? Warte mal, jetzt muss ich mal ganz kurz gucken. Denn... Doch, das bringt uns. Dann können wir nämlich da rüber zur ewigen... Ne, wir könnten direkt rüberfahren zum... zur Geisterlichtung. Das ist doch... Ja, ist doch egal. Geh doch weg. Lass mich! Sesam, öffne dich. Mal diese Tür geöffnet, hier dran vorbei und dann müssen wir uns jetzt nur schnell hier hoch, also einmal hier durchschnabulieren. Warte mal, oder? Und da sind wir auch schon in der Geisterlichtung, beziehungsweise kurz vor der Geisterlichtung in der ewigen Ruhestätte und gehen jetzt doch mal zu dieser einen Stelle, wo wir uns runterstampfen konnten. Das war ja unter dem ersten Kriegergrab direkt. Wir haben auch noch ein bisschen Seele, das ist ganz gut. Das wäre jetzt peinlich gewesen, wenn ich jetzt gar keine Seele mehr gehabt hätte. Gar keine Seelenenergie. Hier gibt es ja auch keine Gegner, wo man sich Seelenenergie holen kann. Hier, warte mal, da war es irgendwo hier. Da. Hm, warte. Hä? Hä? War das nicht hier? Hä? War das nicht hier? Doch, das ist doch da. Ach nö, ich muss noch irgendeinen Weg finden, um das da zu öffnen. Ist gar kein Stampfi-Stampfmann? Ich will jetzt nicht Stampfi-Stampfmann machen, weil das ruppelt nicht. Vielleicht durch das Grab. Vielleicht müssen wir durch das Grab uns durchstampfen. Das gab's ja auch noch. Hier drüben. Dieses. Da klingt man sehr motiviert auf jeden Fall. Warte mal, was? Wieso greift mich immer alles einfach instant an? Schlafe Licht. Ja, man könnte auch pausieren derweil. Das wäre okay. Während dort ein Text ist, dass man den Text lesen könnte. Aber nein, Text lesen. Wozu Texte einbauen, wenn man sie nicht lesen können soll? Oh, kein Sinn, oder? Ah!
Wow, 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 wow. Da sind Würmchen. Das befreien wir mal. Auch noch Geld. Was ist damit? Okay, lassen wir das mal so stehen. Was haben wir hier noch? Eine Schatulle mit auch nur Geld. Wurscht. Hier, das ist ja schon mal schon... Ich bin schon wieder nicht mehr auf dem richtigen Weg. Hier sind alles so irgendwelche Sidewege. Das interessiert mich eigentlich gar nicht. Ich will gar keine Sidewege entdecken. Ich möchte... Ich glaube, da... Doch, das geht. Wo kommen wir jetzt hier hin? Wer sind Sie denn? Schönen guten Tag. Okay, eine Motte? Ist das eine Motte oder sowas? Hallo. Die graue Traunde. Ah, Mehon. Diese Welt. Diese grausame, sündige Welt. Warum erwacht Che? Warum bleibt Che hartnäckig? Ah, Lemaire. Du kannst nicht von Che großer Trauer wissen. Wahre Liebe wurde getrennt. Zwei Welten, die sich nicht treffen konnten. Und nun meldet Liebe so lange tot. Tot in so weiter Ferne. Begraben, Mona. Ah, ich kann kein Spanisch, Französisch, was auch immer das ist. Das lasse ich einfach jetzt aus. Unter der verhassten Sippe, die unsere Einheit ablehnte. Die Shes Äußerlichkeit ablehnte. Sie fragt sich, könnte She fragen? Könnte She belasten? Könntest du ein Geschenk zu ihrem Grab bringen? Das Geschenk ist vielleicht klein, aber der Weg ist weit. Sie ruht zwischen ihresgleichen in der Nähe der opulenten Zuflucht der Königin. Wäre so etwas möglich? She fragt vielleicht das Unmögliche. Wahnsinn? Wenn Lemaire solch eine Aufgabe annimmt, wäre das ein Akt der Güte, den She fast vergessen hätte. Das Geschenk an ihm klar. Du gewährst eine seltene Wohltat. Das ist der letzte Wunsch von She. Danach soll She anderen nie wieder eine Last aufbürden. Eine heilige Blume wird dargeboten. Sie ist ein seltenes, zierliches Objekt. Einzigartig. Du musst sie wertschätzen. Sie als dein eigenes Herz betrachten. Falls du verletzt wirst, während du sie trägst oder versuchst, auf den holpernden Transportkreaturen zu reiten, würde sie für immer zerstört werden? Können solche Informationen nicht vielleicht vorher kommen? Dann hätte ich es abgelehnt. Nein, ich habe anderes zu tun gerade. Das sind Infos, die können vorher kommen, bevor man entscheiden muss, ob man es macht oder nicht. Sie ist das Gleiche von nicht freundlichen Eindringen. Klar, warum noch nicht? Pass auf, setz meine Hoffnung und wünsche, ja, was auch immer. Kann ich es ab? Ich hoffe jetzt einfach mal, wenn ich jetzt verletzt werde, dass ich die dann wieder nutzen kann. Deswegen speichere ich jetzt mal auch nicht. Für den Fall, dass ich es nicht kann. Ich lasse mich jetzt einfach von irgendwas treffen und hoffe, dass das geht. Ich weiß gar nicht, wo ich hin muss. Station der Königin würde ich persönlich schätzen. Das klingt am meisten danach. Es könnte aber auch wieder alles andere sein. Irgendein Grab. Ich weiß es nicht. Ist es mir auch eigentlich gerade wurscht, ob anders zu tun. Eigentlich, ich hätte gar nicht von meinem Weg abkommen müssen. Ja, es ist mir auch völlig wurscht. Blume würde zerstören. Ja, leck mich. Geh weg. Ist mir echt gerade völlig Jacke wie Hose, ob die Blume zerstört wurde. Ach, ich mache jetzt auch keine Wege auf. Mein Ziel ist, dass ich die Stelle finde, wo... Was? Ah, das sieht gut aus. Das sieht gut aus. Wo ich dann endlich zu dieser... ersten Wächterfigur komme. Hey, du.
Ah, wisst ihr was? Okay, das, jetzt wissen wir auf jeden Fall den Weg weiter. Wir werden jetzt als nächstes... nein, das wollte ich gar nicht. Hallo, ich möchte die Karte. Dankeschön. Wir werden jetzt dort runtergehen. Das scheint der Weg zu sein. Das ist eine Verbindung zur Station des Königs. Oh, gut, schön. Das ist noch ein Mittelstück, auch schön. Das geht dann garantiert rüber in das Gebiet, wo wir vorher Gollum und die Arena gefunden haben. Aber wir werden jetzt erstmal dort weiter gucken, ob wir dort runterkommen zwischen dem Seligheiligtum und dem Seelenheiligtum und der ewigen Ruhestätte. Den ersten Träumer, nicht Wächter, den ersten Träumer zu finden. Vielen Dank fürs Zuschauen, euer Kaninchen. Tschüss. Hat dir das Video gefallen und du willst mehr sehen? Werde ein Aboninchen. Bist du schon eines? So lass doch eine Pfote nach oben da. Danke.